Seid gegrüßt, der Wolfmangan hier. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr 2015 und muss mich bei meinen treuen Abonnenten oder zukünftigen Abonnenten entschuldigen, dass jetzt so lange kein Video kam. Dieses hatte gewisse Gründe. Zum einen kam ich auf meinen Account nicht drauf und zum anderen war ich ja über die Feiertage sehr, sehr beschäftigt. Wir hatten ja das letzte Mal angefangen, die Story zu beginnen, beziehungsweise unsere persönliche Story, die wir auch jetzt hier an dieser Stelle dann weitermachen. Und zwar müssen wir da einmal hier raus zum Königstal. Ich hoffe, dass die Ladezeit nicht zu lange dauert. Ansonsten muss ich das wahrscheinlich etwas rausschneiden. Nein, sie hat nicht zu lange gedauert. Das ist super. Und zwar müssen wir hier das war der Bürgermeister in letzter Zeit irgendwie über das weiße Pergament raus, was über das weiße Pergament rausfinden. Ich gucke hier noch einmal ganz kurz bei der Geschichte, um nicht nur euch, sondern auch mir das etwas in Erinnerung zu rufen. Und zwar gehen wir hier auf die Chronik. Genau, Banditenentführer. Und jetzt findet heraus, was der Papiermacher über das Pergament weiß. Wir mussten ja das letzte Mal hier die Banditen, ja, belauschen, entfernen und so weiter, um einiges rauszufinden und haben dabei halt erfahren, dass es wohl einen Agenten in der Stadt gibt, der den Piraten hilft. So, ich guck einmal genau auf die Karte, wo das hingeht. Hier unten hin. No, dann würde ich sagen, reisen wir. Und dann geht hier auch gleich Story weiter. Ich versuche mal hier kurz ein bisschen was zu hacken. Okay, hab nichts, mach nichts. Und zwar hier ist die Geschichte. Der Informant. Na gut. Ah, ja, entschuldigt, ich musste gerade mal einen kleinen Schluck trinken. Und soweit ich weiß, müssen wir hier auch nicht. Wir hatten eine Abmachung, ihr kreuzdämlicher Volltrottel. Ihr habt von Zentauren gesprochen, von Katapulten war keine Rede. Verdoppelt den Zoll, sonst sind wir weg. Verdoppeln? Wo bleibt mein Gewinn, wenn ihr so viel verlangt? Vergesst ihn. Ich wüsste nicht, dass ihr eine Wahl hättet, Kleiner. Sowas Geldgieriges. Ihr würdet das doch nur für Bier ausgeben. Wie in Melandrus Namen soll ich diese Vorräte in die Stadt kriegen? Oh, mal gucken. Hallo. Da. Ihr da. Ihr seht aus, als könntet ihr euch wacker schlagen. Ich muss zur Garnison und meine dämlichen Wachen haben sich gerade als Feiglinge entpuppt. Was kosten eure Dienste? Kosten? Mich kann man nicht kaufen. Ich bin hier, um den Hersteller eines bestimmten Stückes handgeschöpften Papiers zu ermitteln. Wenn ihr in Götterfels hochwertiges Papier gefunden habt, könnt ihr sicher sein, dass ich es hergestellt habe. Papierbögen sind wie Schneeflocken. Ich kenne meine Seiten so gut wie andere Leute ihre Kinder. Könnt ihr mir verraten, wer ein bestimmtes Stück Papier gekauft hat? Ich untersuche eine Angelegenheit für die Seraphen. Das könnte ich schon, aber warum sollte ich? Ich bin ein Bürger von Löwenstein. Eure Königin hat keine Befehlsgewalt über mich. Und meine Kunden erwarten Diskretion. Bitte, es ist sehr wichtig. Könnt ihr nicht eine Ausnahme machen?
Ich schlage euch einen Handel vor. Die Straße nach Shaymor ist heutzutage recht unsicher. Beschützt mich, bis ich in der Garnison bin, dann verrate ich euch, was ihr wissen wollt. Dann ziehen wir los. Ich brauche diese Information so schnell wie möglich. Ja, dann... Von diesen unreinen Massen. Der Rüstungshändler da riecht wie ein seekranker Krall. Leben! Mein Wesen soll leben! Lebe, meine Marionette! So, wollen wir ihn mal hier beschützen. Beschützt mich! Ja, gut. Wenn es so sein muss. Beschützt mich! Beschützt mich! Ich glaube, ich muss Zentauren kommen. Richtig. Sind aber kein wirklich größeres Problem für uns. Nicht nur, weil wir schon Stufe 20 sind, sondern auch mit Stufe 11, 12. Ist das nicht das größere Problem? Na, einmal müsste, glaube ich, noch kommen, dass wir ihn beschützt mich! Müssen. Sag ich doch. Für die Familie! Okay. Das ist mein Staub! Das dürfte es jetzt eigentlich rein theoretisch gewesen sein. Und wir kriegen endlich raus, was es mit diesem Papier auf sich hat, beziehungsweise wer es gekauft hat. Die Zentauren haben Katapulte! Sichert die Tore! Ich kann noch nicht hier draußen bleiben. Die Zentauren reißen mich in Stücke. Unser Befehl lautet, die Tore zu verriegeln, bis diese Katapulte zerstört sind. Warum vertrödelt ihr Zeit? Zerstört diese Katapulte! So. Weil wir ja auch sonst nichts zu tun haben. Aber nun gut. Ich weiß ja, dass einige Information nicht kostenlos. Aber das. Da komm her, ja. Für die Familie! Okay, normalerweise sollte man die Katapulte einfach so hinrennen und zerstören, aber da das die Kaninchen dann abhauen, ist das kein Problem. Ich meine, wir sind Stufe 20, also daher macht das keinen großen Unterschied.
So, mein Freundchen. Und dann richtig aus. Hallo, Fremder. Gut, ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Ihr seid in Sicherheit. Nun verratet mir, wer dieses Papier gekauft hat. Sowas nennt ihr Sicherheit? Ich fühle mich, als wäre ich von einer Herde wilder Doyaks überrannt worden. Dieses Papier wurde aus der Rinde des Seborinbaums geschöpft. Ich habe es an Minister Zamon verkauft. Er hat einen außergewöhnlich guten Geschmack. Danke. Das ist alles, was ich wissen wollte. Ihr könntet als Zeuge vernommen werden, wenn man Zamon den Prozess macht. Also verlasst Götterfels bitte nicht. Wie putzig. Wenn das Ministerium eine formelle Vorladung schickt, werde ich kommen. Zumindest benutzen die vernünftiges Pergament für ihre Vorladung. Na nett. Tja, dann wollen wir mal Zachary unsere Erkenntnisse, mitteilen. So. Und zwar einmal hierhin. Da reisen wir jetzt schnell, das geht nämlich ein bisschen schneller, als wenn wir jetzt komplett zurücklaufen würden. Okay, jetzt dauert das mit dem Laden doch etwas länger. Es wird Zeit, dass die Löwenstein wieder aufbaut. Ah ja. Und dann gehen wir hier rein. Guten Tag. Ich hatte gehofft, euch wiederzusehen. Habt ihr Neuigkeiten? Was hat der Papiermacher gesagt? Fursarei gibt zu, das Papier für Minister Zamon gemacht zu haben. Und er ist bereit, das auszusagen. Zamon war mir suspekt, aber organisiertes Verbrechen? Wehrlose Bürger ausrauben und vergiften? Das ist regelrechter Verrat. Aber er ist ein Regierungsbeamter. Ich kann ihn nicht ohne Beweise anklagen. Wo sind meine Manieren? Darf ich vorstellen, Gräfin Anis, Vorstreiterin der glänzenden Klinge. Minister Wie gibt heute Abend ein Fest. Eine gute Gelegenheit, Minister zu belauschen, samt ihren Verbündeten und Feinden. Oder wir durchsuchen Zamons Haus. Bei Gefährdung einer Person oder Verdacht auf Verrat ist das gesetzlich erlaubt. Also gut, wir müssen uns entscheiden. Das Fest oder Zamons Haus? Ich kann euch nichts befehlen, also sagt mir, wie ihr vorgehen wollt. Ich denke mir, dass wir auf dem Fest ein bisschen mehr rausfinden würden. Also daher nehmen wir das Fest. Eure adlige Verwandtschaft ist geschickt darin, mein Leben interessant zu machen. Diesen Gefallen zahle ich Ihnen doch gern zurück. Jetzt bekommen wir hier wieder ein Rüstungsteil, einmal Essenz des Glücks und 3 Beutel. Ich habe jetzt alle 3 schon freigeschaltet, daher ist es egal, welchen Bams ich nehme. Falls ihr noch keinen davon habt oder nur einen davon habt, könnt ihr euch ja aussuchen, welchen ihr nehmt, um dann den Skin freizuschalten. Ich brauche das allerdings nicht. So, dann geht's hier raus. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Und zwar gehen wir dann bei... War, glaube ich, richtig. Zum Minister Zamons Feier und belauschen ihn dort. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, euer Wulf Mengan.